Oft ist es so, das Leben in der Stadt. Laut, hektisch, auch spannend und voller Möglichkeiten. Als diese aber nicht mehr genutzt werden konnten, fühlten sich viele wie in einem goldenen Käfig. Die Pandemie hat die Sicht vieler Stadtmenschen auf ihr Leben verändert. Im Homeoffice kam der Wunsch auf, durchzuatmen, Freiheit zurückzugewinnen und bis an den Horizont zu sehen. Corona hat ihn beflügelt, den Traum vom Zufluchtsort in den Bergen. Auf einigen Portalen haben die Suchanfragen nach Immobilien in den Bergen um fast 100% zugenommen. Oft gilt, je abgeschiedener, desto besser. Agathe Fuchs arbeitet in einer Immobilienagentur im Wallis. Seit Beginn der Pandemie beobachtet sie einen wahren Run auf Ferienhäuser in den Bergen. Wir haben auf unserer Seite nicht so viele Chalets, aber sobald wir eines haben, geht die Post ab. So geschehen bei diesem Chalet, das 60 Quadratmeter hat. Ich habe das Chalet besichtigt und festgestellt, dass es weder Strom noch fließendes Wasser gibt. Für mich war deshalb klar, dass das kein schneller Verkauf sein wird. Die Maklerin stellte das Chalet vor einem Wochenende auf die Webseite. Resultat? Noch während des Weekends musste sie mehr als 90 Anfragen beantworten, darunter überraschende. Dass die Kunden ein Chalet nicht mal besichtigen wollen, sondern direkt eine Reservation machen, das habe ich noch nie erlebt. Ohne Besichtigung. Die begehrte Immobilie liegt in der Nähe von Haute-Nanda, einer Skiregion im Wallis, und inmitten idyllischer Natur. Für 295.000 Franken hat Agathe Fuchs das Chalet angeboten. Fast 300.000 Franken also für eine Immobilie, welche im Winter nicht einfach zu erreichen ist. Das Haus wird mit Holz geheizt und Strom gibt es einzig aus den Solarzellen. Wer hat das denn gekauft? Es ist eine Familie mit Kindern aus dem Kanton Genf. Die Familie wollte Ruhe und Natur und viel im Freien sein. Sie haben sich sofort in das Chalet verliebt und waren bereit, es zu kaufen, ohne es gesehen zu haben. Das war schon verrückt. Genau solche Häuser sind sehr gefragt. Das Ziel ist, ohne Komfort zu leben. Diese Käufer hier wollen ihren Alltag verlassen. Sie wollen ein Feuer machen mit den Kindern, mit ihnen Holz sammeln. Wenn alle mit anpacken müssen, setzt das natürlich schon eine neue Dynamik frei. So ein Gemeinschaftserlebnis findet man im Stadtalltag wohl nicht. Flughafen Zürich. Hier brachte die Pandemie im Gegensatz zu den Bergregionen Leere und Verluste. Das Circle-Gebäude war mitten in der Pandemie eröffnet worden. Viele Büros blieben aufgrund des Homeoffice-Obligatoriums ungenutzt. Mit dem Ende der Pandemie-Maßnahmen kehrt nun langsam Leben ein, etwa in den Räumen der Raiffeisen. Chefökonom Martin Neff kann ausweisen, dass allein bei der Raiffeisen das Hypothekarvolumen seit Beginn der Pandemie um bis zu 35% höher lag als zuvor. Wir haben eine Entwicklung, die faktisch boomhafte Zustände schon gewesen sind. Erstaunlicherweise hat der Eigenheimmarkt noch mal eine Etappe zugelegt. Also wir haben
bis zu zweistellige Preissteigerungen gehabt, zum Beispiel beim Einfamilienhaus. Stockwerkeigentumswohnungen sind 7% teurer geworden. Und der Markt, der alles toppt hat, ist das Zweitwohnungsmarkt in der touristischen Gemeinde. Da haben wir bis zu 14-15% Preisplus gehabt seit dem Ausbruch der Pandemie. Als die Flugzeuge auf dem Boden blieben, haben die Menschen die Schweiz neu entdeckt. So wurde Freiraum in den Schweizer Bergen zum Luxus. Ich würde behaupten, das sind nur wenige Privilegierte in der Schweiz, die sich tatsächlich eine Zweitwohnung leisten können. Das Thema Nummer eins ist, man muss hartes Eigenkapital bringen. Deutlich mehr. Man kann nichts aus der Pensionskasse rausnehmen. Man kriegt auch generell weniger Hypothek. Man muss sie schneller amortisieren, also zurückzahlen. Und unter Umständen haben sie sogar noch einen höheren Zinssatz. Das heisst, unterm Strich, wenn wir jetzt den normalen Eigenheimmarkt betrachten, wo wir ja bereits wissen, dass der mittlere Haushalt nicht mehr eigentumsfähig ist, ist eigentlich faktisch der Zweitwohnungsmarkt ist ein Luxusmarkt für wenig Privilegierte. Und wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, jetzt ist ja, sind viele Massnahmen sind jetzt gestrichen worden in Bezug auf die Pandemie. Glauben Sie oder sehen Sie schon in Ihren Zahlen, dass das wieder zurückgehen wird? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder zurückgeht. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, wir haben ja die berühmte Zweitwohnungsinitiative im 2012 im März gut geheissen. Und das hat zur Konsequenz, dass eigentlich die Gemeinden, die tendenziell gesucht sind und heute schon recht hohe Zweitwohnungsquoten haben. Wir reden nicht von 20 oder 30%, wir reden von 80, 70, 60, je nachdem, im Wallis, im Bündnerland. Das heisst, auf gut Deutsch, dort ist das Angebot gar nicht mehr vermehrbar. Und ich kenne Leute, die wissen, der hat eine Zweitwohnung und die hocken dem förmlich im Nacken und sagen, gell, hör mal, wenn du irgendwann mal auf die Idee kommst, altersmäßig willst du nicht mehr Skifahren, was auch immer, und die Wohnung willst du verkaufen, lüg noch an. Das läuft viel auch unter der Hand. Tatsächlich. Der Immobilienmarkt ist in vielen Bergregionen fast ausgetrocknet. 2012 hat das Stimmvolk die Zweitwohnungsinitiative, auch bekannt als Lex Weber, angenommen. Die Lex Weber schreibt vor, dass die Anzahl Zweitwohnungen pro Gemeinde auf 20% limitiert wird. Der Initiant, Franz Weber, wollte so gegen kalte Betten kämpfen und die Betonierung der Alpen verhindern. Es sieht nicht so aus, aber auch hier sind die 20% erlaubter Ferienwohnungen quasi ausgeschöpft. Wir sind in den Freiburger Voralpen, dem Gräherzerland. Wie im Wallis gibt es auch hier wenige bis keine Zweitwohnsitze auf dem Markt. Die Skidestination Molaison liegt auf 1100 Metern über Meer. Für die Deutsch-Freiburgerin Tina Schwab und ihre Tochter ist heute ein ganz besonderer Tag. Hallo. Bonjour. Bonjour Tina. Ça va? Oui, et Bonjour, toi? Bonjour Sophie. Oui, très bien. Entrez. Bien. Salut Sophie. Ça va? Prenez place. Voilà. Voilà. Merci. Asseyons-nous. Extra. Voilà. Bienvenue. Willkommen bei euch. Schön, seid ihr hier. Hattet ihr eine gute Fahrt? Ja, tipptopp. Schön. Ja nun, wir freuen uns, dass wir euch heute die Schlüssel für euer Chalet übergeben dürfen. Danke. Wir freuen uns, dass es nun einer jungen Familie gehört. Und wir wünschen euch hier genauso viele schöne Momente, wie wir sie in den letzten 10 Jahren hatten. Wieso verkaufen Sie Ihr Chalet? Ja, gute Frage. Ich habe mich vor kurzem pensionieren lassen. Und ja, wir haben Lust, unseren Horizont etwas zu erweitern. Ein bisschen zu reisen. Graubünden, Tessin und das Wallis. Es gibt in der Schweiz so viele schöne Wanderorte. Und vielleicht auch einige Reisen ins Ausland. Dieses Paar ist keine Ausnahme. Ein zweiter Wohnsitz wird durchschnittlich 10 Jahre lang gehalten.
Verkauft wird oft aufgrund des Alters oder einer Scheidung. Und gekauft? Bei Tina Schwab spielte die Pandemie eine große Rolle. Ja, ich wollte lange in Gamarg ein Haus kaufen, weil ich seit Kind in Gamarg in die Ferien bin. Dort ist natürlich schönes Wetter immer, oder auch im Sommer. Das Meer ist dort. Die Rosse, ich tue gerne Rito. Dort ist dort die weiße Rosse. Aber dann kam die Pandemie. Dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht gleich nicht so eine gute Idee, in Gamarg ein Haus zu kaufen, und dann kann ich nicht in Ferien sein. Und dann habe ich einfach in der Schweiz herumschauen. Aber ich habe in den Bergen und am See geschaut. Schlussendlich habe ich dann in den Bergen das Chalet gefunden, wo ich musste sagen, das ist es jetzt, das muss ich haben. Tina Schwab war bereit, viel zu bezahlen für das Haus. Auch weil sie als Kind ebenfalls die Ferien in Molaison verbrachte. Das war sehr ein gepflegtes Chalet. Also, die Möbel, es hat alles gestimmt. Oder? Und da man sie ja möbliert hat, gekauft, ist mir auch wichtig, dass mir die Möbel gefallen, weil ich ja nicht gerade alle Möbel auswechseln. Und das ist wirklich einfach typisch Chalet eingerichtet. Darf man fragen, wie viel das Chalet kostet? Das Chalet hat 430'000 gekostet. Und ja, mit Möbelierung. Und das ist das wert? Ja, das war mir das wert. Also, das war schon meine Limite. Ich habe gesagt, bis 430'000 kann ich mir etwas leisten aus der Zweitwohnung. Und ja. Aber es musste doch alles passen. Auch Crézu liegt in den Freiburger Voralpen. Die Preisspirale schraubt sich auch hier stets nach oben. Dieser Parkett ist toll. Wirklich ein großer Unterschied zu vorher. Ja, da ist sehr schön gearbeitet. Was denkst du? Wollen wir den Schrank hier hinstellen? Ich glaube, wir haben gar keine große Wahl. Das Bett kommt ja hier hin. Ja, von da sieht man den Sonnenaufgang. Das neue Daheim dieses Paares liegt auf 1070 Metern über Meer. Die beiden haben keine halben Sachen gemacht und sind gleich ganz in die Berge gezogen. Auf das Haus aufmerksam geworden war die Mutter von Jan Kritta. Was denkst du? Wir möchten die Küche hier. Das sieht sicher super aus. Und die Kücheninsel hier in der Mitte, das ist wirklich top, Jan. Wirklich sehr schön. Als wir zur Besichtigung kamen, sind wir als erstes raus auf den Balkon. Es war ein strahlender Tag und wir haben uns in diesen Ort sofort verliebt. Hier haben wir ein kleines Paradies im Grünen gefunden. Das haben wir gesucht. Wir wollten kein Haus in einem Stadtquartier inmitten von Beton. Dieses Haus mit dem Holz strahlt Wärme aus. Das ist schön. Jean-Paul Aubersan ist Heilpädagoge und Jan Kritta arbeitet bei einem Autohaus. Für ihren Traum vom Haus in den Bergen haben sie jahrelang gespart. Nun war es der richtige Moment, um zu kaufen. Es gibt immer weniger Immobilien. Darum haben wir uns schnell entschieden. Sonst wäre nun jemand anders der Besitzer. Und zu diesem Preis gab es nichts anderes in der Region. Die ersten Suchanfragen startete ich mit einem Budget von 700'000. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht einmal für eine Wohnung reicht. Angesichts unserer Lebenssituation konnten wir es uns leisten, das Budget etwas zu erhöhen. Wie viel haben Sie bezahlt? 920'000.
Auch Davos ist schon seit fast 200 Jahren ein Sehnsuchtsort für Stadtmenschen. Die Natur und die gute Luft zogen sie hierher. Früh investierten die Davoser in den Wintertourismus. Das Interesse war groß. Und ebenso groß waren die Folgen für den lokalen Immobilienmarkt. Auch in Davos wird seit einigen Jahren sehr viel gebaut. Privathäuser, vor allem auch Ferienhäuser und Blockhäuser für Ferienzwecke. Zwar ist Davos flächenmässig das zweitgrößte Gemeindewesen der Schweiz, mit 25'000 Hektaren grösser als der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Überbauungsmöglichkeiten sind aber beschränkt, weil die topografischen Verhältnisse ziemlich ungünstig sind. Die Preise für Bauland sind in den letzten Jahren auch in Davos stark gestiegen. Davos im Winter 2022. Eben hat der Bundesrat den Großteil der Pandemie-Maßnahmen abgeschafft. Die Zeit der Einschränkungen ließ den Davoser Immobilienmarkt noch heißer laufen als sonst. Wer in der Region ein geräumiges Zweitheim kaufen will, muss aktuell mindestens Millionär sein. Christian Fross ist hier seit 28 Jahren als Makler und Immobilientreuhänder tätig. Noch nie hat er so viele Geschäfte abgewickelt wie in den Jahren der Corona-Maßnahmen. Die letzten zwei Jahre waren speziell, wegen der Pandemie. Das hat alles in den Schatten gestellt, was wir bisher hatten. Jetzt aktuell hat es fast keine Wohnungen mehr. Es hat immer weniger Wohnungen. Die Nachfrage ist ungebrochen, auch jetzt noch. Und ja, das ist das, was ich extrem. Im Herbst 2021 war es noch mal stärker Nachfrage und die Preise sind auch noch mal stärker gestiegen seitdem. Und wie viel sind sie denn gestiegen, so in Prozent? Ja, je nach Lage, je nach Objekt, 20-40%. Damit sind die Preise in der Region Davos-Klosters noch stärker gestiegen als in anderen Tourismusregionen, auch für Neubauten. In diesem hier kostet eine Vierzimmerwohnung bis fast 3 Millionen. Die Fahrt führt nach Klosters, wo Christian Frost das Projekt zeigt. Verkauft hat er schon fast alles. Das ist jetzt eines der zwei Neubauprojekte, die wir haben in Klosters, wo letztes Jahr angefangen wurde mit Bauen und ab Plan schon relativ viel verkauft sind. Die Nachfrage auch gross. Also steht das so exemplarisch für die Nachfrage, dass dann wirklich quasi fast die Wohnungen unter den Händen weggerissen werden, oder wie ist das? Vielleicht nicht weggerissen, aber die Nachfrage ist stärker als früher. Und ja, man muss, wenn man eine gute, schöne, passende Wohnung kaufen will, muss man sich heute ab Plan entscheiden. Überraschen kann auch, was in Verbier geschieht, einer der begehrtesten Winterdestinationen der Walliser Alpen. Hier können die Preise auch bei 20'000 Franken pro Quadratmeter liegen. Verbier ist einer der Arbeitsorte von Florian Steiger. Der Direktor einer Immobilienfirma handelt mit Objekten der höchsten Preisklasse. Wo sind wir hier? Das ist unser neuestes Projekt. Ein Chalet hoch über Verbier. Wir werden es auf Ende Jahr fertigstellen, wenn alles gut läuft. Von außen sieht der Chalet gar nicht groß aus. Nein, das ist die Eigenheit dieser Art Gestaltung. Ein guter Teil des Hauses liegt im Souterrain. Von außen sieht alles ganz normal aus.
Ein großer unterirdischer Tunnel bietet Zugang zur Garage und zu zwei miteinander verbundenen Chalets. Diese ergeben zusammen ein Ferienhaus. Die reiche Klientel verlangt viel Komfort und Luxus. Hier kommen wir zum Wellnessbereich. Hier wird ein Pool sein mit Panoramafenstern. Auch das Jacuzzi hat Blick auf die Berge. Hier wird es ein Fitness geben. Und da hinten entstehen ein Hammam und eine Sauna sowie ein Massagezimmer. Das ist ein Wellnessbereich, der keine Wünsche offen lässt. Hier kommen wir in die Unterhaltungsetage. Hier entsteht ein recht großes Home-Cinema. Und dahinter gibt es noch etwas, was typisch ist fürs Wallis. Ein Carnotse, also ein Degustierraum. Und da hinten ein Weinkeller. Die Nachfrage, auch nach solchen Objekten, ist geradezu explodiert. Unter den Interessenten sind auch immer mehr Menschen aus der Schweiz. Was kostet dieses Chalet? 17,5 Millionen. Ist das ein Rekord? Nein, es gibt hier und anderswo noch größere und teurere Chalets. Sein persönlicher Rekord ist ein Chaletverkauf für 50 Millionen. Und so sah es früher aus. Verbier war Anfang 1900 noch nicht mal ein Dorf, sondern nur eine Alp. Das Land hatte kaum Wert. Dann kamen die ersten Seilbahnen und Chalets. Und dann immer mehr davon. Heute hat Verbier 30.000 Einwohner im Winter und ist eine Stadt. Sind solche Immobilien nur eine gute Anlagemöglichkeit? An einem solchen Ort und in dieser Preisklasse ist die Kapitalanlage sicher mit ein Grund für einen Immobilienerwerb. Es geht ja um große Summen. Aber bei unserer Kundschaft sehen wir nicht, dass sie sich deswegen für einen Kauf entscheiden. Es geht vielmehr um Lebensqualität und Familienleben. Oder anders gesagt, um die Frage, wie mehrere Generationen zusammenleben können. Hier in den Bergen funktioniert das sehr gut. Und es geht darum, dass man hier sehr sportlich sein kann und dennoch gut arbeiten kann. In der Stadt ist das schwieriger. Und ja, die Schweiz und die Berge, sie gelten als sicherer Hafen. Und dann sind wir wieder bei den ökonomischen Aspekten der Investition. Einzelne Chalets kann man auch einfach mieten. Zu 150.000 Franken die Woche. Der Preis spiegelt natürlich den Wert des Chalets. Inbegriffen sind aber auch eine ganze Reihe Services, die beansprucht werden können. Das ist ähnlich wie auf einer Luxusjacht. Es sind sogar zum Teil die gleichen Teams. Die arbeiten im Sommer auf der Yacht und im Winter in den großen Chalets. Das sind so 5 bis 6 Leute, welche einen Hotelservice mit Diskretion bieten. Jeden Tag wie in einem 5-Sterne-Hotel. Die Berge sind auch ein Mythos, eingegraben in unser kollektives Bewusstsein.
Die Berge als heile Welt, als Ort, an dem man zu seinen Wurzeln findet. Ihr Bergparadies gefunden haben auch Antoine Michelou und seine Partnerin. Ich dachte, ein Ferienhaus auf 1800 Metern wäre schön. Und hier sind wir auf 1780. Man verlässt die Autobahn und fährt auf die Kantonstraße, dann auf die Dorfstraße, immer schmaler wird es. Und zum Schluss ist es ein Pfad. Man lässt auf diesem Weg alles zurück und kommt an, in der Ruhe. Er ist schön kühl. Hast du das Eis? Nein. Das holen wir nachher. Dieses Chalet gehört nun für ein paar Jahre mir. Aber schauen Sie, das Chalet muss 200 oder 300 Jahre alt sein. Generationen haben es bewohnt. Und auch ich werde es nicht mitnehmen können auf die letzte Reise. Ob ich es nun gekauft habe oder gemietet, für mich war es wichtig, dass wir immer kommen können, wenn wir wollen. Siehst du die kleinen Felsen dort? Vor dem Pic d'Arcinol? Der Sessellift von Nevolaine endet dort. Läuft er im Sommer? Ich glaube, ja. Lass uns mal schauen gehen. Es ist die Abgeschiedenheit, die ich hier suche. Kann man sich hier selbst finden? Große Frage. Für mich ist diese Einsamkeit, in der nichts mehr da ist, das die Sinne ablenkt. Nichts sich bewegt, nichts stört. Ja, das ist etwas, das hilft, bei sich zu sein. Hier kann man wirklich nachdenken, wer man ist, was man will. Es gibt einem die Möglichkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ja, zu sich zu finden. Die Einheimischen haben ein etwas weniger romantisches Bild der Berge, vor allem die Älteren. In diesem Chalet im Val d'Anivier lebt Roger Teta. Der Musiker hat die Erinnerungen an seine Vorfahren sorgsam aufbewahrt und geordnet. Das ist ein privates Museum, einfach für die Familie. Und für mich ist es fast ein heiliger Ort. Wir sind hier im Stall meines Großvaters. Durch die Objekte möchte ich die Vergangenheit erlebbar machen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn hier Stadtmenschen Häuser kaufen ohne Strom und Wasser, um zu leben wie früher? Ich habe nichts dagegen. Schön für Sie. Aber das ist nicht die Realität der Berge. Sie wissen nicht, wie es früher war. Für Sie ist es eine Abwechslung. Aber für uns, das Leben war sehr hart. Niemand hier, der das erlebt hat, würde dahin zurück wollen. Es gab nichts hier. Keine Kanalisation, kein Wasser, kein Licht. Es war sehr einfach, das Leben hier. Ich will, dass die Jungen das wissen. Idealisiert haben das Leben in den Bergen schon immer die Menschen aus der Stadt. Die Alpen waren der Ursprung vom Mythos der paradiesischen Schweiz. Im 16. Jahrhundert
haben die Gelehrten der Universitätsstädte Bern, Basel und Zürich sich gesagt, diese Berge wollen wir entdecken. Nicht ferne Länder, nein, die nahen Berge. Und sie haben begonnen, diese zu besteigen. Das war ein spezieller Moment. Gehen als Vergnügen war den Menschen, welche in den Bergen arbeiteten, unbekannt. Nun wurde das Wandern zum Freizeitvergnügen, bei dem man die Landschaft entdecken wollte. Das begeisterte die Menschen, vor allem in den Städten. Im 19. Jahrhundert kam ein richtiger Strom an Stadtmenschen in die Berge, weil eine andere Krankheit die Menschheit heimsuchte. Die Menschen wurden von einer seltsamen Krankheit befallen, der Tuberkulose. Die Menschen stiegen hinauf in die heilenden Höhen und gingen ins Sanatorium. Le Sanatorium. Der Mythos der Berge als Zufluchtsort braucht Symbole. Eines davon ist auch heute noch das Chalet. Es hat nichts an Faszination verloren. Auch für diesen Versicherungsmitarbeiter war das Chalet, das nach Holz duftet, ein lange gehegter Traum. Wir sind hier 2 Wochen nach dem Beginn des Lockdown eingezogen und verbrachten dann 2 Monate hier daheim. Es war fantastisch. Es war der perfekte Moment und ist immer noch ein guter Ort zum Leben. $900.000 Franken für 130 Quadratmeter waren der Preis dafür. In Anbetracht der tiefen Hypothekarzinsen ein gutes Geschäft. Aber ausschlaggebend für den Kauf war ein anderes Argument. Ich wollte meiner 3-jährigen Tochter eine Lebensqualität bieten, die ich auch hatte in meiner Kindheit. Das freie Spielen in der Natur. Am Morgen, wenn wir die Fenster öffnen, hört man die Kuhglocken. So erwacht man schon mit einem Lächeln im Gesicht. On se réveille déjà avec le sourire. Das Schieferdach und der Chaletstil haben David Herzeisen gefallen. Eigenschaften, die eigentlich zur Architektur des Kantons Wallis gehören und nicht zum Kanton Watt. Aber Marketing ist alles. Die Idee stammt von Architektin Karin Rinkenberg. Das hier ist natürlich nicht typisch für die Waadt. Aber wir wollten keine Häuser aufstellen, wie man unzählige rund um den Genfer See findet. Daher hatten wir die Idee dieser Häuser, die von Walliser Maiensäßen inspiriert sind. Sie haben Schieferdächer und wurden mit Lärchenholz gebaut. So haben sie einen direkten Bezug zur Natur. Die 30 Pseudomaiensäße wurden in Rekordzeit verkauft. Wir haben hier auch Leute aus Genf. Sie haben den ersten Lockdown in der Stadt verbracht, mit einem Balkon 1 Meter auf 1 Meter groß. Hier angekommen, sahen sie den Balkon von 24 Quadratmetern und sagten, bei uns ist das Wohnzimmer 24 Quadratmeter. Ja, das Leben ist kurz, man kann nicht immer nur an die Arbeit denken. Vielleicht haben sich die Leute schneller entschieden, hierher zu kommen, mit der Pandemie im Hintergrund. Pseudo-Authentizität zu teilweise horrenden Preisen. Das ärgert den Soziologen. Es ist die totale Überschaletisierung im Gang. Überall schießen sie aus dem Boden. Das Holz holt man aus den Ländern im Osten, um hier die Illusion von einheimischem Holz aus dem nahegelegenen Wald zu kreieren. Redonner l'illusion du bois.
Es gibt aber auch Orte, die sich tatsächlich so etwas wie Authentizität bewahrt haben. So auch Evolen im Val d'Erin. Die Menschen hier haben ihre Traditionen gepflegt und wollten ihre bäuerlichen Wurzeln bewahren. Ihr Land haben die wenigsten verkauft. Riesige Immobilienprojekte sucht man vergebens. Und die Bergbahnen Evolen sind nicht ganz mit den Bergbahnen Verbier zu vergleichen. Früher haben vielleicht einige im Dorf neidvoll auf den Tourismusboom bei den anderen geschaut. Heute aber sind Orte gefragt, welche noch ursprünglich sind. So auch bei Vincent Giraud. Hier auf 1750 Metern über Meer, im Weiler Villa, hat der Genfer zwei, nun ja, Ruinen gekauft. Er will sie in Ferienhäuser verwandeln. Ich bin in den Bergen in Frankreich aufgewachsen. Es war ein wunderschöner Ort. Aber der Tourismus hat schließlich alles vereinnahmt. Die Seele ging verloren. Und mir gefällt es dort nicht mehr. Nun besitzt Vincent Giraud diese Objekte, obwohl er es schon vor 2 Jahren aufgegeben hatte, nach einem Haus in den Bergen zu suchen. Wir haben hier letzten Sommer für 2 Wochen ein kleines Chalet gemietet. Eines Tages kam hier auf dieser engen Straße ein Wagen hoch, der plötzlich einen Platten hatte. Ich habe geholfen, den Pneu zu wechseln und erzählt, dass wir hier gerne ein Ferienhaus hätten. Und sie sagten, diese 2 Objekte seien zu verkaufen. Sie gaben mir die Telefonnummer des Besitzers und 10 Minuten später haben wir uns hier getroffen. Weitere 10 Minuten später war der Deal gemacht. So schnell? Ich habe keine Sekunde gezögert. Diese Fassade ist so schön, das wollte ich haben. Vincent Giraud nutzt eine Lücke in der Lex Weber. Diese erlaubt die Konstruktion einer Zweitwohnung außerhalb des Kontingents unter der Bedingung, dass das Objekt unter Heimatschutz steht und in der Bauzone. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ouais, super. Der Architekt Olivier Chezot ist für den Umbau verantwortlich. D'accord. Et puis aux liaisons inférieures du bâtiment. Hier einige Bilder. So sieht es vor den Arbeiten aus. Und so sieht es danach aus. Das Baudenkmal soll wirklich erhalten bleiben. Man sieht von außen kaum eine Veränderung. Du kannst dort wohnen, ohne dass es jemand merkt. Voilà. Das ist immer die Grundidee, wenn man mit einem Objekt unter Heimatschutz arbeitet, dass man nach dem Umbau nicht sieht, dass es umgebaut wurde. Haben Sie sich eine finanzielle Limite gesetzt? Ich habe mich da reingestürzt und nein, ich habe keine finanzielle Limite. Das war einfach ein Herzensentscheid und wir haben uns gesagt, wir schauen, was rauskommt und es scheint sehr gut zu kommen. Wir rechnen pro Objekt immer mit ungefähr 450.000 bis 550.000 Franken, je nach Zustand der Gebäude. Klar, das Budget ist 1,5 bis 2-mal so hoch wie für ein normales Gebäude. Aber das Resultat ist natürlich nicht vergleichbar. Wir haben hier die Chance, dem Handwerk unserer Vorfahren einen neuen Wert zu geben. Solche Zeitzeugen würden sonst verschwinden. Auch hier wird ein unterirdischer Gang die beiden Gebäude verbinden. Zu einem Ferienhaus. Wie fertige Ferienhäuser unter Heimatschutz aussehen, zeigen diese Objekte in La Forcla. Diese 6 Landwirtschaftsgebäude waren Ruinen.
Olivier Chezot hat sie abbauen lassen und hier wieder aufbauen. Im Inneren sind alle meine Objekte sehr modern. Es ist wichtig, zwischen den Welten zu meandrieren. Auf der einen Seite die Gebäude, die 200 oder 300 Jahre alt sind. Und auf der anderen Seite, als Luxus, soll da der Komfort sein. Das heißt, es soll warm sein, man soll sich sofort wohlfühlen und man soll überall eine Aussicht in die wunderbare Natur haben. Die Materialien müssen roh und natürlich sein und die Architektur einfach. Nun kann man diese ehemaligen Scheunen bei Olivier Chezot mieten. Ermöglicht hat ihm dieser Geschäftszweig die Lex Weber, welcher er aus Überzeugung zugestimmt hatte. Im Bergtourismus gab es wirklich kalte Betten, über kalte Betten, über kalte Betten. Ich habe schon gedacht, es braucht einen Stopp und mich gefragt, ob das nicht auch anders geht. Und auch, ob man nicht mehr mit dem arbeiten kann, was schon existiert. Hier gibt es weder Restaurants noch eine Hoch- oder Nebensaison. Das ist gerade sehr zeitgeistig und gefragt. Dennoch musste Olivier Chezot sein Erspartes und das seiner Firma investieren. Die Banken glaubten nicht an das Projekt. Ich habe mir dieses Konzept ausgedacht, nachdem die Zweitwohnungsinitiative durchgekommen ist. Ich dachte, dass ich gerne reise und die Menschen und Orte richtig gut kennenlerne. Aber fast niemand glaubte an meine Idee. Denn ich wollte ja nichts tun verkaufen. Ich war sicher etwas naiv, denn ich hatte völlig unterschätzt, dass das in der Welt der Finanzen, sprich um einen Kredit zu erhalten. Naja, also die Leute, die ich getroffen habe, haben nett gelächelt über mein Konzept und haben mich als totalen Träumer behandelt. Es gebe ja da gar keine touristische Infrastruktur, keine Bergbahnen. Sie fragten, was genau ist Ihr Angebot? Ich sagte, ein Aufenthalt in der Natur und die Idee, einmal nichts zu machen. Das Nichts ist doch einer der größten Reichtümer unseres Lebens. Als die Pandemie ausbrach, wurde das Nichts zu Freiheit und zu einem gefragten Gut. Das Business läuft. Zum Nichtstun gezwungen wurde dieser Stadtgenfer. Der Kaderangestellte geriet zu Beginn der Pandemie durch einen neuen Job in ein Burnout. Da bin ich hierher gekommen. Dieses Chalet hier habe ich schon seit 20 Jahren. Ich dachte, in den Bergen wird es mir gut gehen. Ich fühle mich hier beschützt. Wieder weg von hier? Bruno Chevret merkte bald, er hatte überhaupt keine Lust, zurück in die Stadt zu gehen. Ich habe angefangen, rumzuschauen, ob ich nicht auch hier irgendwie mein Geld verdienen könnte. So hat es angefangen. Dann war unser Jacuzzi kaputt und ich habe mich nach einem nordischen Bad umgeschaut. Im Netz habe ich ein Bild gesehen, das mir sehr gefiel. Meine Erstausbildung, bevor ich Sozialarbeiter wurde, war Schreiner. So dachte ich, das könnte vielleicht ein berufliches Projekt sein, solche alpinen Bäder zu bauen. Das
Das ist Schweizer Holz. Holz, Wasser, Feuer. Ganz einfach. De l'eau, du bois et du feu, quoi. C'est tout simple. Der Genfer hat also beschlossen, sein Leben zu ändern. Er will nun mit seiner Ehefrau in Iserable im Wallis leben. Das Paar hat hier drei alte Gebäude gekauft, welche es nun umbauen will. Hier sind wir inmitten der drei Gebäude, die wir renovieren werden. Das hier ist die alte Scheune, die wir zuerst renovieren. Hier wollen wir dann wohnen. Hier ist ein kleiner Speicher, der soll vermietet werden. Das Dach müssen wir schnell machen, das zerfällt. Und diese kleine, wunderschöne Scheune soll auch vermietet werden. Wir wollen einfach ein Bett einbauen und ein Wohnzimmer. Es soll auch Petrollampen und Kerzen haben, wie früher. Macht Ihnen die viele Arbeit keine Angst? Bis jetzt freue ich mich darauf. Verkauft hat die Gebäude die Stiftung Pro Acerablo zum bescheidenen Preis von 90.000 Franken. Stiftungspräsident ist der ehemalige Gemeindepräsident. Ziel der Stiftung ist, das Erbe von Iserable zu erhalten. Salut Narcisse. Hallo Bruno. Comment ça va? Bien, et toi? Ouais, tip top. Hast du schon angefangen? Mais pas encore, tu vois. Nein, noch nicht. Ich bin am Überlegen, wie wir die Pläne machen und den Ausbau. Wunderschön, nicht? Ja, sehr. Alles von Hand gemacht. Man sieht noch die Axthiebe. Und noch im guten Zustand. Holz mit Geschichte. Ja, wenn das erzählen könnte. Ja, vielleicht bringen wir es zum Erzählen. Er kam mit einem überzeugenden Projekt zu uns. Es geht um sanften Tourismus. Nach Iserable kann man mit der Seilbahn kommen. Hier hat es Ruhe und gute Luft. Wir sind nahe an der Autobahn, aber doch weg von allem. On est près de beaucoup de choses, mais en étant encore à l'écart. Les gens du village souvent. Die Dorfbewohner wollen oft Häuser mit einem Garten und einem Parkplatz, vielleicht einer Thuja-Hecke, um ihre Ruhe zu haben. Das finden sie hier nicht. Das Dorf leert sich und wir haben viele Gebäude, die man renovieren sollte, ohne dass die Seele des Ortes verloren geht. Iserable hängt über der großen Ebene wie über einem Abgrund. Bevor 1942 eine Seilbahn gebaut wurde, lebten die Menschen im Dorf fast autark. Das ist wie mit einem Baum, der an einem steilen Hang wächst. Der Baum muss stärker sein als andere und besser verwurzelt. Wenn man hier lebt, ist das Wort flach relativ. Wenn wir sagen, hier ist es flach, werden Sie sagen, das ist doch steil. Die Leute hier sind harte Arbeiter, Bergler. Auch Bruno Chevre ist schon ein halber Einheimischer. Er steht pausenlos in seiner Werkstatt. Ich denke, ohne das Burnout wäre ich nicht hier. Ich hätte weder die Idee noch den Mut dazu gehabt. Ich glaube, es wird mir hier gut gehen. Ob Covid, Tuberkulose oder Burnout, die Berge als Kraftort waren und sind gerade wieder sehr gefragt. Mit Folgen diesmal für die Immobilienpreise. Und wer kann, ist bereit, diese Preise zu bezahlen.